Welche Auswirkungen wird der Brexit, also der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU, auf Mecklenburg-Vorpommern haben? Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Diskussionsrunde am Dienstag im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus. Das Innenministerium MV, gleichzeitig auch für Europapolitik zuständig, und das Europäische Integrationszentrum hatten eingeladen. Zu Gast Europa- und Völkerrechtler Professor Dr. Markus Kotzur und der Hauptgeschäftsführer der IHK zu Schwerin, Siegbert Eisenach. Aus dem Ministerium selbst kam die Leiterin der Europaabteilung, Andrea Hermansen. Sie sieht für unser Bundesland vor allem indirekte finanzielle Auswirkungen, die sich aus den Brexit-Verhandlungen ergeben. Mit Großbritannien fällt ja einer der größten Nettozahler der EU weg, was natürlich dann an anderer Stelle irgendwo eingespart werden muss oder aber umgelegt werden muss. Und das mag natürlich auch Auswirkungen dann auf die Finanzen der Länder haben, etwa über die Strukturfonds, von denen Mecklenburg-Vorpommern ja insbesondere profitiert. Mit dem Brexit ist zwar erst 2019 zu rechnen, zu spüren ist die Unsicherheit jetzt schon. Für Mecklenburg-Vorpommern ist Großbritannien der viertgrößte Partner in Sachen Export. Zwischen 300 und 400 Millionen Euro im Jahr werden exportiert, vor allem Maschinen, medizinische Produkte und Nahrungsmittel. Also wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Erstens, im Moment sind Verunsicherungen zu verzeichnen, dass die Unternehmen ihr Engagement in Großbritannien nicht mehr so ausbauen, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Und zweitens, wenn der Brexit, und zwar der harte Brexit, dann auch tatsächlich kommen wird, wird das ja bedeuten, dass wir mit Zollformalien wiederum zu tun haben. Und das schränkt natürlich gerade klein- und mittelständische Unternehmen ein. Und davon haben wir in Mecklenburg-Vorpommern genügend. Also von daher, unsere Unternehmen würden dadurch belastet werden. Derzeit laufen Abfragen über mögliche, detaillierte Auswirkungen des Brexit in den einzelnen Bundesländern. Diese sollen in der Europaministerkonferenz zusammengetragen werden. Den Vorsitz hat hier noch bis zum Monatsende Mecklenburg-Vorpommern.